Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen weiteren Adventskalender von der DM Eigenmarke für euch und zwar von DM Bio. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der DM Bio Adventskalender ist ein Food Adventskalender, kostet 22,95 €. Ich bin gespannt, was da drin sein wird. Erfahrungsgemäß ein paar Leckereien. Preislich werde ich euch das wahrscheinlich nicht ausrechnen können, weil die Produkte, die da drin sind, die kommen erst noch ins Sortiment. Deswegen kann ich da leider keine Preisschätzung zu abgeben. Der Adventskalender hat ein Wendemotiv. Das werde ich euch aber jetzt nicht zeigen. Das könnt ihr selber machen, indem ihr, wenn ihr den Adventskalender kauft, einfach die Boxen immer umdreht und am Ende dann ein anderes Motiv rausbekommt. Denn da möchte ich tatsächlich einmal nicht spoilern. Das ist ein Boxen-Adventskalender und auf den Boxen haben wir Botschaften stehen. Die lese ich jetzt aber tatsächlich nicht vor. Ich zeige euch immer nur die einzelnen Boxen. Und das hier ist die Nummer 1. Hier haben wir Fruchtsterne-Müsli mit drin enthalten. 25 Gramm. Das ist immer sehr zimtlastig. Das heißt, also alles, was jetzt in diesem Adventskalender so drin ist, ne, sehr weihnachtliche Geschmäcker. Das heißt, das werde ich auch erst zur Weihnachtszeit essen. Ist so eine gute Portion, ne? Also für mich eine kleine Portion, definitiv. Da komme ich am Frühstückstisch mit aus. Aber ja, man kann sich das auch einfach in Quark oder Joghurt mit reinmischen. Dann hat man da ein bisschen mehr von. Hier an der Seite haben wir die Nummer 2. Die schaut so aus und sie ist schmal. Da ist bestimmt ein Riegel oder sowas drin. Ein Schokoriegel mit gepufftem Reis. 20 Gramm. Jo, das kann ich auch jetzt schon essen. Das ist ja nicht so zimtlastig. Die Nummer 3 ist auch mit dabei. Da sind Mandeln drauf abgebildet. Ob da auch irgendwas mit Mandeln drin ist? Oh, ich hätte richtig Bock auf gebrannte Mandeln. Aua, gebrannt. Erwin! Das sind Marzipan-Schneebälle. 1, 2, 3, 4 Stück sind hier drin. Genau, 30 Gramm. Ja, das ist tatsächlich was für die Weihnachtszeit, ne? Ich würde sowieso den Adventskalender echt, also wenn ich nicht ich wäre und das jetzt hier bei YouTube aufmachen würde, würde ich den safe im Advent aufmachen und dann kann man sich jeden Tag so ein Stück mehr Richtung Weihnachten nähern, auch geschmacklich gesehen. Spekulatius, ja, die würde ich jetzt schon essen. Aber Marzipan, Schneebälle, noch nicht. Direkt darunter haben wir die Nummer 4. Die ist, ja, leicht, aber scheint frei gefüllt zu sein. Und da haben wir Apfelstücke drin, getrocknet, 15 Gramm. Ja, die würde ich jetzt eher weniger pur snacken oder so. Die würde ich mir dann auch irgendwie ins Müsli reinmachen oder so, ne? Weil ansonsten würde ich mich auch echt fühlen wie mein Hamster. Damals, den habe ich auch so Bananenstücke und Apfelstücke gegeben. Sammy hat letztens auch in einem Unboxing, kann ich euch hier oben mal verlinken, Bananenstücke bekommen, ne? Ja, ja, das würde ich mir irgendwo mit reinmischen. Oder in Kekse mit reinbacken oder so, ja. Die Nummer 5, der Tag von Nikolaus. Schaut so aus. Oh, das ist lecker. Eine Haselnuss-Schokoschnitte. Das ist quasi ein Hanuta, ne? Kann man wohl so sagen. 25 Gramm sind hier drin enthalten. Das esse ich mir wahrscheinlich morgen früh. Was wohl zu Nikolaus hier drin ist? Wahrscheinlich so ein Schoko-Nikolaus, oder? Ho, ho, ho. Ja, ein Schokololli. Zartbitter. 15 Gramm. Ja, ich liebe die, ne? Die sind einfach Kindheit pur für mich. Die gab es halt immer so zur Weihnachtszeit bei Oma oder meiner Urgroßoma. Oh, du süße Weihnachtszeit, steht auf der Nummer 7. Und auch hier haben wir wieder so ein geiles Müsli drin. Oh, das finde ich lecker. Salty Caramel Müsli. Hat das nice Krokant mit drin, aber da steht hinten nichts von Zimt mit drauf. Das ist sehr, sehr lecker. Da habe ich richtig Bock drauf. Cool. Ich liebe Salty Caramel, Schokolade und so. Und das dann als Müsli? No. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. In dem Fall bin ich mir aber nicht so sicher, ob ich das möchte. In Bezug auf Essen. Hier drin haben wir Tee. Winterapfeltee. Zweimal. Guck an, da kann man sich auf jeden Fall mit seinem Partner das gönnen oder wenn ich das meinen Großeltern schenke oder so, dann können die sich zu zweit einfach so einen Teeabend machen oder eine Teezeit an sich. Das finde ich cool. Die Nummer 9 ist ziemlich klein, aber ich hoffe, dass wir uns trotzdem drüber freuen. Da ist wahrscheinlich auch wieder so ein Riegel oder sowas drin. Eine 7-Früchte-Fruchtschnitte, sowas mag ich auch gerne, 20 Gramm. Sowas gibt es auch oft in einem Kindersortiment von DM Bio. Und da hole ich mir super gerne diese ganzen Fruchtschnecken. Fruchtschnitten und dann snacke ich die halt relativ easy peasy zwischendurch. Ne? Das ist einfach geil. Da sind so Oblaten, glaube ich, dann außenrum zu hier auch. Oh, lecker. Wird es mit der Nummer 10 ebenso schmackhaft weitergehen? Wir werden es sehen. Da ist
Haselnuss-Mandelmix drin. Oh, lecker. 15 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist natürlich auch richtig mit gerösteten und gesalzenen Haselnüssen und gerösteten und gesalzenen Mandeln. Richtig geil. Oh, ich freue mich drauf, so in der Weihnachtszeit diese ganzen Nüsse zu knacken und so, ne? Fast hätte ich die Nummer 11 übersehen, aber die ist riesig. Da hätte ich erst gedacht, das wäre die Nummer 24. Nee, das ist wirklich die 11. Krass. Ein Haferporridge mit Schokolade. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Also es ist gar nicht alles nur mit Weihnachtsgeschmack. Das persönlich finde ich sehr positiv gerade, weil ich muss gestehen, dass ich dann das ein oder andere Müsli so in meiner Arbeitsschublade habe liegen lassen und dann halt vergessen, ne, und nicht weitergegessen. Und dann liegt es da halt immer noch jetzt drin, ne? Weil halt mit Zimt und so ich jetzt nicht unbedingt Bock im Hochsommer drauf hatte. Aber das finde ich jetzt, ne, sehr, sehr cool. Knusper, Knusper, Knäuschen steht auf der Nummer 12. Das ist die Halbzeit, ne? Ach, guck, ne? Ja, gut, da hättest du auch was Größeres reinpacken können. Oder zwei. Ein Vollmilchschokoriegel mit Knäckebrot und Zimt. Okay, das ist tatsächlich ein safe Weihnachtszeitprodukt. Aber cool. Knäckebrot und Zimt. Noch nie sowas gelesen. Geil. Die Nummer 13 habe ich noch hier gesehen. Oh, ja, ich liebe diese, die nach vorne hin so eckig sind. Denn da haben wir manchmal so diese kleinen Gläschen drin. Marmelade oder sowas, ne? Ja, hier aber leider nicht. Schade. Wäre jetzt cool gewesen. Aber hier habe ich meine gebrannten Mandeln drin. Ich habe gerade mit meinen Füßen auf den Boden getippelt. Ich freue mich da immer tierisch drüber. 30 Gramm. Ich freue mich auch schon, wenn der nächste oder der erste Weihnachtsmarkt dann halt wirklich kommt. Und da werde ich mir gebrannte Mandeln holen. Bis zum geht nicht mehr. Wir haben jetzt auch gerade bei uns hier in der Gegend so eine Art Kirmes. Vielleicht gehen wir am Wochenende dahin und da hole ich mir schön gebrannte Mandeln. So, ein Kilopack. Kilo, genau, so, Kilo. Wer kennt's nicht? Hier oben haben wir die Nummer 14. Es rappelt im Karton. Tong, tong, tong. Video ist hier mit eingeblendet. Okay, egal. Ein Frühstückstopping mit dunkler Schokolade. Schade, nichts für mich, aber wahrscheinlich was für meinen Freund. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Und wenn ich das richtig bei den Inhaltsstoffen sehe, haben wir hier nichts mit hier Gedönsen draufstehen, Zimt oder sowas. Also das ist dann wirklich was er sich drüber machen könnte. Ja, finde ich cool. Übrigens weiß ich jetzt nicht, ich glaube, ich wurde da die letzten Jahre auch immer wieder unter den Videos gefragt, ne, wegen vegan und so weiter. Da lehne ich mich wirklich nicht weit aus dem Fenster. Schaut auf der Homepage vorbei, da müsste wirklich der komplette Inhalt auch abgebildet sein, sodass man da auch die Inhaltsstoffe sehen kann. Weil da bin ich echt kein Spezialist drin. So, die 15. Die haben wir hier und die hat auch wieder dieses Lieblingsdesign von mir. Hier haben wir drin einen Butterkeks mit Zartbitterschokolade. 9,2 Gramm. Ja, das ist ja cool, ne? Das ist ein ganz klassisches Produkt und total cute. Hier haben wir die Nummer 16. Ich möchte gerne Gläschen. Hat so ein Lebkuchenhaus vorne drauf. Das finde ich hübsch. Also die Designs, ne, haben die wieder sehr individuell und süß gestaltet. Und auf der Rückseite halt das, ne, neue Design davon, aber auch kein Gläschen. Aber das finde ich geil. Oblaten-Lebkuchen glasiert finde ich so lecker. Ich werde mir so viele Lebkuchensachen auch dieses Jahr holen. Oh je, ich muss echt zusehen, dass ich auch irgendeinen Sport finde. Abgesehen von dem Hula Hoop, ne, dass ich irgendwie aufpasse, dass ich Weihnachten nicht allzu sehr nicht mehr in meine Sachen reinpasse. Mal gucken. Einfach ist ja eine gemütliche Jahreszeit, ne? Gemütlich weite Kleidung anziehen. Läuft. Oh, ich habe gerade so... Es ist 21.25 Uhr. Und ich habe hier... Ich habe schon Abendbrot gegessen, ne? Ich habe so viele leckere Sachen hier auf dem Tisch liegen und ich muss mich hart zusammenreißen, dass ich das nicht alles aufmache und in eins esse hier gerade. Die Nummer 17. Ja, da ist wieder irgendwas Rappelndes drin. Irgendwas, was kein Gläschen ist. Ich will mehr Gläschen. Ich fand die toll. Gut, da kamst du nur so mit ganz kleinen Löffeln oder mit einem Messer ganz schwierig rein. Aber trotzdem, es war toll und ich wünschte, es würde drin sein. Und das war auch wieder irgendwo ein Reim. Das ist ein Beerenmix in dreierlei Schokolade. Sowas ist für mich wirklich ein Topping für ein Müsli. Ne? Da sind 15 Gramm drin. Und sowas würde ich mir nehmen. Dann, keine Ahnung, irgendwie dieses Fruchtsterne-Müsli mir machen. Da irgendwie, keine Ahnung, mit Joghurt, Quark, bla. Das hier drüber geben und fertig ist die Laune, ne? Würde ich mir einen Keks freuen. Richtig lecker. Hier haben wir die Nummer 18. Ja, auch ein sehr schönes Geschenkdesign. Und hiermit befinden wir uns nun offiziell in der Weihnachtswoche.
hier haben wir einen würzigen Knabbermix mit Sojabohnen, Mandeln und getrockneten Tomatenflocken drin. 25 Gramm. Puh, was würde ich damit machen? Ich meine, schließlich sind hier auch noch Tomatenflocken mit dabei, ne? Einfach so knabbern? Ja, vielleicht so als Snack, ne? Vielleicht? Vielleicht. Die Nummer 19 sieht richtig schön aus. Zwar hat sie etwas drauf, was ich nicht in Kombi mag, nämlich Kirschen und Schokolade, aber es ist ein richtig schönes Design. Das mag ich gerne. Oh, hier haben wir ein Granola mit Kakao und Sauerkirschen drin. Ja, das werde ich nicht selber essen, weil ich mag halt nicht gerne Schokolade mit Früchten in Kombination. Aber ja, ne? Das ist auf jeden Fall so ein Crunch, den man auch so über Müsli oder halt auch auf Quark drauf geben kann. Oder Joghurt, gut. Nicht immer nur so High-Calorie-Denken, sondern auch mal so ein bisschen, ne? Man muss ein bisschen aufpassen, Claudia. Die Nummer 20 ist in einem wundervollen Zuckerstangen-Design. Wird da vielleicht auch eine Zuckerstange drin sein? Es könnte sein. Nein. Hier haben wir auf jeden Fall eine Vollmilchschokolade mit Mandeln, Honig und Meersalz drin. Und die kann ich mir safe auch jetzt schon gönnen. Die ist ja so geil. Also das ist ja eine mega geile Kombi. Oh. Also eine Schoki, Vollmilch und ich Zartbitter, richtig geil. Honig, mega. Mandeln in Schokolade genommen und Meersalz, um den Geschmack nochmal zu intensivieren, bombastisch. Die Nummer 21 hat schon ein Geschenk drauf. Ob sie uns ein Gläschen schenkt, ich glaube nicht. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Na fast, komm. Die haben jetzt umdisponiert. Und zwar haben die nicht mehr Gläschen drin, sondern das finde ich aber uncool. Ne? Die Gläschen fand ich cool. Die hier finde ich ein bisschen, das erinnert mich, ja gut. Ja, bei der Hotelgeschichte hast du es auch manchmal. Ne? So, ne? Egal. Was ist überhaupt drin? Eine Mandel-Tonka-Creme. Das finde ich interessant. 40 Gramm sind drin enthalten. Kannst aber halt nicht zudrehen. Ne? Da musst du die 40 Gramm halt wirklich volle Elle dir reinziehen. Kriege ich hin, ist kein Thema, ne? Aber ich fand das mit den Gläschen irgendwie charmanter. Und hier hast du halt einen etwas anderen Verpackungsmüll. Na, muss ich ehrlich sein. Gläschen fand ich besser. Und ich muss auch dazu sagen, dass meine Großeltern sich immer mega über die Gläschen halt gefreut haben. Das war halt immer so deren Highlight, weil ich die bei denen meistens auch mit in die Adventskalender reingepackt habe. Schade, dass sie das jetzt ersetzt haben. Mach's dir gemütlich mit der Nummer 22. Kann ich nix für, da steht er drauf. Das sind quasi, das sind wie Schokokrossis, ne? Die heißen Schokoknuspis mit Vollmilchschokolade, aber das sind wie Schokokrossis. Oh, die atme ich dir so weg. Das ist so ein, oh, lecker. So ein lecker, genau. Mhm. Die Nummer 23 enthält sicher keinen Diätplan. Denn die ist ganz schön groß, ne? Oh, ein veganes Fruchtgummi. Das finde ich famos. 50 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist mal was anderes. Denn so Fruchtgummis hatten wir bislang noch nicht drin. Also auch die letzten Jahre, ne? Hier unten haben wir jetzt das Geschenk. Die Nummer 24. Und die machen wir jetzt mal gemeinsam auf. Ich nehme es mal runter. Es knallt nichts runter. Ich glaube, hier ist ein großes Glas drin. Denn es ist mega schwer. Es rollt hier drin rum. Oh mein Gott, ja, macht mich glücklich. Macht mich glücklich, ja. Ihr ahnt es nicht. Ich feiere das wirklich. Ich liebe diese Gläschen aus dem DM Bio Adventskalender. Und hier haben wir den Fruchtaufstrich mit Apfel, schwarze Johannisbeere und Zimt. 150 Gramm sind hier in dieser Marmelade enthalten. Und das feiere ich. Das feiere ich. Das entschädigt auch, dass wir hier dieses Ding mit drin hatten, meiner Meinung nach. Und da haben wir halt so einen großen Oschi in der 24. Mega. Also das ist gelungen. Wir haben hier echt coole Produkte drin. Wir haben herzhafte Sachen, wir haben süße Sachen, Frühstückssachen, Snacksachen, geile Sachen. Ich liebe den DM Bio Adventskalender. Und das ist nicht nur deswegen, weil er die letzten Jahre sehr erfolgreich auf meinem Kanal war. Und ich glaube, damals der DM Bio Adventskalender hat überhaupt erst den Hype, damals in Anführungsstrichen Hype oder halt den Zuschaueranstieg auf meinem Kanal so krass erhöht. Ne? Es ist einfach ein schöner Adventskalender und mit diesen Sachen machst du Leute halt glücklich, weil die haben jedes Mal auch ein schönes Design drin. Werttechnisch müssen wir gar nicht drüber reden. Natürlich ist es günstiger, wenn du in den Laden gehst und dir da eine komplette große Tüte von irgendwas holst, worauf du gerade Bock hast, aber so kannst du dich mal so ein bisschen durchsnacken und ein paar Sachen einfach mal ausprobieren und da lohnt sich das einfach. Ja, und du hast einen schönen Adventskalender da stehen, ne? Finde ich cool. Und während Sammy da vor sich hinschnarcht, würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich dann nämlich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!